Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, da sage ich nur, oje, AfD, und komme zum Antrag der FDP. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, Ihr Antrag erinnert mich an eine Streuobstwiese. Sie reihen Vorschläge aus den unterschiedlichsten Bereichen aneinander, verzichten auf ein Gesamtkonzept und nennen Ihren Antrag dann auch noch Bürgerentlastungsprogramm. Was Sie uns präsentieren, sind in der Mehrzahl allerdings alte Hüte, und vieles, was Sie fordern, machen wir schon. Da verfahren Sie nach dem Motto an der Fleischertheke, darf es auch noch etwas mehr sein. Dazu ein Beispiel. Die SPD sagt im Koalitionsvertrag, wir wollen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 0,3% senken, um die Beitragszahler und Beitragszahlerinnen zu entlasten. Sie schreiben, oh nein, das ist ja viel zu ängstlich, und fordern stattdessen eine Senkung von 0,5%. Wir wollen im Gegensatz zu Ihnen die Rücklagen der Sozialkassen nicht zu stark angreifen. Zurzeit haben wir eine sehr gute Konjunkturlage, und wir werden alles dafür tun, dass es auch so bleibt. Aber leider schwappt die unsägliche American First Handelspolitik auch zu uns rüber und könnte unseren Wirtschaftsaufschwung dämpfen. Außerdem hat sich die SPD im Koalitionsvertrag einiges vorgenommen, das natürlich auch solide finanziert werden muss. So werden wir, übrigens genau wie Sie es in Ihrem Antrag fordern, eine Bildungs- und Weiterbildungsoffensive starten. Damit machen wir die Menschen fit für die Zukunft und die Herausforderungen des digitalen Wandels. Dafür brauchen wir die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit. Und endlich stellen wir auch die Rentenpolitik auf sichere Beine. Sie kritisieren das. Ich sage, danke Andrea Nahles, danke Hubertus Heil. Die SPD will das Rentenniveau mit mindestens 48% stabilisieren und damit den Rentnerinnen und Rentnern Sicherheit geben. Die Beiträge sollen nicht über 20% steigen. Damit sorgen wir dafür, dass die Beschäftigten nicht zu stark belastet werden. Die Vorschläge der SPD sind eins zu eins in den Koalitionsvertrag eingeflossen. Und das, meine Damen und Herren, ist auch gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle kennen die Geschichte vom Hasen und dem Igel. Und genau diese Geschichte finden wir im Antrag der FDP. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, fordern den Ausbau der Infrastruktur, mehr Investitionen in Bildung, Kitas, Ganztagsbetreuung, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, leistungsfähige Datennetze und Anreize zur Schaffung von Wohneigentum. Wenn Sie in unseren Koalitionsvertrag schauen, finden Sie gerade zu diesen Bereichen sehr viele ganz konkrete Maßnahmen. Anreize zur Schaffung von Wohneigentum haben wir zum Beispiel gerade schon vor wenigen Tagen mit dem Baukindergeld auf den Weg gebracht. Da sage ich nur, arme Hase FDP, Sie laufen, wir machen. In Ihrem vorgelegten sogenannten Bürgerentlastungsprogramm fordern Sie unter anderem auch mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Sie wollen, dass Beschäftigte zukünftig noch länger als bisher am Stück arbeiten. 8 bis 10 Stunden am Tag sind Ihnen nicht genug. Sie lassen bei dieser Forderung den Arbeitsschutzgedanken vollkommen außer Acht und geben vor, die Menschen wollten gerne mehr als 10 Stunden arbeiten. Nein, das wollen Sie nicht, meine Damen und Herren. Sie müssen es oft, weil Sie im Gegensatz zu uns Gutverdienenden keine andere Wahl haben. Es ist erwiesen, dass Arbeitszeiten ab der 9. Stunde schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben können. Das gilt auch für Redezeiten. Denken Sie bitte. Ihr Angriff auf das Arbeitszeitgesetz hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Bürgerentlastung zu tun. Es ist als klares Entlastungsgeschenk an Unternehmen gedacht, die Arbeit nicht am Menschen, sondern am Profit ausrichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ich komme zum Schluss. Ja, Sie kommen zum Schluss. Sie fordern in Ihrem Antrag den Abbau von Bürokratie. Ja, genau das wollen SPD und CDU/CSU. Das dritte Bürokratieentlastungsgesetz ist fest im Koalitionsvertrag verankert und wird kommen.
machen. Sie lehnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, auch hier sind Sie wieder in der Rolle des mittlerweile sehr erschöpften Hasen. Danke. Danke, Frau Präsidentin.